Willkommen zu einer Folge von Let's Play Mass Effect 1. Ich bin der Stormy und wir nutzen in dieser Folge diese Konsole. Wir wollen ein paar Waffen und Rüstungen haben, die man auch als solche bezeichnen kann, weil das, was wir jetzt hatten, sind eher nur Wasserpistolen gewesen und Wassersturmgewehr und Wasserschrotflinten. Wir werden uns jetzt mal ein paar holen und das machen wir jetzt über Give Item Self 10. Assault Unterstrich Rifle Manf Cerberus. Dann haben wir. Die sollte aber nicht so aussehen. Normalerweise müsste aber jetzt was stehen. Das tut es aber nicht. Ich frage jetzt warum. Brauche ich denn noch was anderes dazu? Normalerweise hätte es funktionieren müssen. Naja, wir können ja mal was anderes machen, was anderes probieren. Ah, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß, warum es nicht funktioniert hat. Ich glaube, ich weiß warum. Da fehlt ja noch was. Wer muss dazu? Jetzt passt's. Gorgon X Cerberus Skunkworks. Ihr seht, das ist eine gute Waffe. Und wir werden sie jetzt noch besser machen, da wir erstmal hier sagen, er soll das. Die Updates ein. Über. Soll die Updates übertragen. Die hat auch schon auch jetzt noch drei Plätze. Das heißt, wir können mehr in sie einbauen, wenn wir was hätten, was wir sie einbauen können. Noch ein Kühlkörper braucht sie nicht, aber wir können ihn. Ja, dazu kommen wir auch noch, das machen wir auch noch. Aber wir brauchen erst noch mal ein paar mehr davon. Nächste Waffe, die wir brauchen, ist dann eine Sniper Rifle. Und das W ab immer hinten dran, weil sonst funktioniert es nicht. Warum hat es jetzt bei mir nicht funktioniert? Habe ich Sniper-Waffe falsch geschrieben? Ne, müsste richtig geschrieben sein. Es müsste richtig sein. Ja. Was mache ich falsch? Irgendwas muss ich falsch machen, sonst würde es ja nicht funktionieren. Es gibt Waffen von der Sorte.
Deswegen finde ich es etwas komisch, dass wir das jetzt nicht bekommen. Ah, ich glaube, hier ist das Problem. Ich habe da noch einen Unterstrich, der da nicht reingehört. Ich nehme nur ein Leerzeichen, was da reingehört. So. Jetzt hier. Titanix auch Service. Das gleich wirks. Auch in allen Belangen besser. Und dann noch die Pistole. 1 reicht. Die Harpri. Das heißt Hab. Ja. Harpri, glaube ich, soll das bedeuten. Ist auch in allen Belangen deutlich besser als die Kessler 1. Und dann noch zu guter Letzt. Auch wenn wir sie eigentlich wenig nutzen, aber man kann sie einmal nutzen. Die Shotgun. Die Hydra. So, und das Kyle und Ashley haben ja auch Waffen. Die werden auch Waffen bekommen. Allerdings machen wir das dann folgendermaßen. Also ich rüste hier nochmal die Avenger aus. Und hier nochmal die Kessler. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt nämlich das Ganze nochmal eingeben kann. Pistole. Assault Rifle. So. Die habe ich jetzt drin. Und die kann ich jetzt Kaidan geben. Beziehungsweise Ashley, glaube ich. Aber ich habe sie dann nicht mehr, oder wie? Okay, das ist dann nicht so gut. Aber es gab noch mehr von denen. Nee, das natürlich nicht. Dann muss ich das doch anders machen. Na gut, dann müssen wir dann gucken, wie wir das mit den anderen beiden Nasen anstellen. Jetzt haben wir zwar Waffen, aber wir haben noch nichts für wirklich anderes. Was ich jetzt noch brauchen würde und der Kai dann noch brauchen könnte, wären Bioverstärker bzw. Universalwerkzeuge. Geht auch. Omni Tool Omni Omni Tool ja, jetzt ein paar Hersteller. Ich glaube, gut ist da Ceres. Was muss dahin?
Ich bin mir nicht sicher, was sein muss. Naja, gut, wir können mit ein paar anderen Sachen weitermachen. War. X-W Amo unterstrich Redder. Ganze brauchen wir nochmal. Und es wäre vielleicht. Polonium? Ja. Ist eigentlich auch nicht schlecht, Polonium. Polonium. So geschrieben. Polonium, Polonium, ja. Müsste passen. Ich hatte noch was anderes. Und zwar die Wolfram, aber ich weiß nicht, wie man das schreibt. Das ist auch in Deutsch nicht Wolfram heißt. Ja. Jetzt weiß ich, warum das mit dem Ding nicht geklappt hat. Dem Omni-Tool. Da muss natürlich noch dran hinten. Omni-Tool. Warum das jetzt zweimal da hinten dran muss, weiß ich nicht. Aber es muss dran. Ja, jetzt passt Series Conceal. Jetzt passt das Ganze. Ja. Das muss dran, sonst ist natürlich, sonst passt das nicht. Alenko hat auch noch so ein Universalwerkzeug und hat auch einen Bioverstärker. Können wir aber auch machen. Wir geben ihm aber mal ein anderes, wie nicht das von Ceres. Gibt ja da ein paar andere noch, die solche Dinger herstellen. Und da können wir mal gucken. Zum Beispiel Devlon oder Elanos oder Elkos, Haneke, da dürften ja ein paar Leute sein, die es noch herstellen. Oder die Sirta Foundation. Fun Fact hier: Sirta Foundation wird hier im Spiel nur als Sitta Foundation bezeichnet. Also der Begriff, wenn man von Sitta was haben möchte, ist Sitta, nicht Sitta. Also Sitta. Omnitool, ja. Elkos müssten welche davon haben. Ich weiß nicht, ob die wirklich sowas haben, aber man kann ja mal gucken, ob die sowas haben. Ob Elkos sowas hat. Ja, den Cypher. Ist zumindest besser als das, was er jetzt hat. Er braucht noch einen Bioverstärker. Amex Arsenal hat den Gemini. Da habe ich aber auch was drin. Okay, Bioverstärker wird als unter Bioamp genannt. Und hier wollen wir gerne den Amali. Die haben die Bioverstärker, glaube ich, ganz gute Bioverstärker. Und durch dann Bioamp.
Genau, der Prodigy, das Biom von Prodigy. Hat zwar keine Stärke-Bonus, aber Wirkungssammler-Pyramid-Bonus hat er drin, das ist okay. Da kann das Gemini und das Solaris können weg. Brauchen wir nicht mehr. So. Hier hatten wir bisher Panzerbrechen drin. Oh. Warum hat das nicht funktioniert, was ich eingegeben habe? Hätte funktionieren müssen. Guck, was ich eingegeben habe. Habe ich Amp geschrieben? Ach nee. Kann mir das passieren? Na, weil es genau neben dem P liegt. Das O. Deswegen. Das müsste jetzt aber funktioniert haben. Nicht? Oder ist Polonium falsch geschrieben? Ich könnte mal Anti Personal eingeben. Spiel mag mich nicht. Spiel mag mich ganz und gar nicht. Na gut. Rüstungen. Stehen hier mit dem Rüstung. Das ist die nicht. Ja. Wir sehen es auch nur, wenn dieses X da ist, das sollte es nicht sein. Ist natürlich die Inseln in Retard zugemüllt mit einer Sache, die ich nicht brauchen kann. Wir verkaufen es einfach. Hallo, Commander. Verkauf. Ich könnte eigentlich alles verkaufen. Es gibt auch noch andere Rüstung. Vielleicht gehe ich erstmal auf die dann, anstatt mich dann mit der Cerberus. Ich hab das noch mal. Wo? Vielleicht ist er doch am. Na, da habe ich es nicht, okay. Ich dachte schon, ich hätte es da gehabt. Na ja.
Da muss das anders geschrieben werden. Cerberus unterstrich Amor unterstrich Hopelight. Nee. Das ist nicht das, was ich suche. Ja, das ist es aber nicht. Das ist es nicht. Da müsste was anderes rauskommen. Müsste. Probieren wir was anderes dann. Wenn Cerberus nicht liefert, nehmen wir halt das sieht schon besser aus. Das funktioniert also zumindest da mal. Sogar besser als die, die man da, diese Backrüstung, die man da, die uns verkauft hat, da. Na gut, müssen wir halt loswerden irgendwie. Ich weiß nicht, warum das mit der Server so nicht funktioniert hat, das ist mir ein Rätsel. Normalerweise müsste sowas nämlich funktionieren. Betonung auf müsste. Kaufen wir den Rest. Wir werden ihn nicht brauchen. So. Jetzt bin ich aber immer noch dran interessiert, wie, warum ich diese Ammo-Chips nicht bekommen habe. Ich kann es auch mal ganz einfach probieren. Also nochmal. Give. Item. Item. Self. Unterstrich. W. Ammo. Unterstrich. A. P. Hier ist er. Panzerbrechen 10. Warum? AP. Armor Piercing. Auch immer das nicht funktioniert hat. Aber wir wollen kein Armor Piercing haben, wir wollen den Shredder haben. Shredder. So, wir könnten auch hier noch was reinbauen, wenn wir es hätten. Haben wir nicht. Können wir aber auch bekommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was weitermachen. Zeige ich dann, was ich gemacht habe, weil der Part wird sonst zu lang und dann zeige ich euch mal, was wir nächstes Mal noch weitermachen. Also, bis dann. Ciao.